Hallo und willkommen zum 64. Part von Pathfinder Kingmaker. Wir haben soeben den kahlen Hügel wieder gesäubert und werden uns wohl jetzt zu dieser Jagdhütte begeben. No stopping now. So, das ist was Eigenes, okay. Dachte, die kennen wir schon. Nein, wir gehen weiter. Jamel Visser, der Anführer der Reisenden, ein langsam ergrauender Mann mit starken Händen und scharfen Augen, nickt dir zum Gruß zu. Euer Gnaden, danke, dass ihr diese Jagd ausrichtet. Er wendet sich zu den Gästen. Werte Gäste, willkommen. Ich bin Jamel Visser aus dem Embedwald. Ich bin kein guter Redner, kommen wir also ohne Umschweife zur Sache. Dies ist keine gewöhnliche Jagd. Unsere Beute sind keine Hasen oder Rehe, sondern Eulenbären, Hydren und Weibern. Diese Wesen sind an sich schon sehr gefährlich, doch in diesem Revier haben wir außergewöhnlich große und aggressive Exemplare vorgefunden. Unser Ziel ist es, sie auszurotten, ehe ihnen Zivilisten zum Opfer fallen. Um die Jagd ein wenig interessanter zu gestalten, haben wir beschlossen, sie zu einem Wettbewerb zu machen. Jamel präsentiert dem Publikum eine goldbeschlagene Truhe. In diesem Revier lauern drei schreckliche Monster. Ich wette, dass meine Gruppe mindestens zwei Köpfe erbeutet. Sollte uns eine der anderen Jagdgesellschaften jedoch übertrumpfen und zwei oder sogar alle drei Trophäen erbeuten, erhält sie einen wertvollen Preis. Aber trödelt nicht, wir warten auf niemanden. Seid alle bereit? Cool! Gäste auf Mion untersuchen. Die beiden Schwertfürstenschwestern vertreten die Familie Aldorius Mivone. Als sie ihre Ausrüstung begutachten, hörst du, wie Edna, die ältere Schwester, die jüngere Julia tadelt. Letztere seufzt und verdreht die Augen, unterbrecht ihre Schwester jedoch nicht. Die Gäste des Mittags untersuchen. Annamede Bellara, eine der beliebtesten Badinnen in ganz Bittags, ist als Gesandte von König Iroveto gekommen. Offenbar hat sie keine Jagdausrüstung dabei. Als die Badin deinen Blick bemerkt, lächelt sie nächtisch. Wahnsinn! Wisst ihr, wer das ist? Das ist Annamede. Als sie uns an der Akademie in Poesie unterrichtet hat, haben ihr alle Jungs Liebesbriefe geschrieben und die Hälfte der Mädchen auch, flüstert Lindsay aufgeregt. Du merkst, wie sie errötet. Was ist in der Truhe? Das muss der Gewinner herausfinden. Es gibt keinen besseren Preis als die Überraschung, sagt man. Ich bin bereit. War zu schnell geklickt. Ich dachte, das wäre der Händler, sorry. Octavia bedankt Jamel mit einem langen, erfreuten Blick. Ihr seid so mutig. Vielleicht können wir bald im Wald spazieren gehen, während sie auf der Jagd sind. Ihr könnt mir von euren Heldentaten erzählen und von dem Monster, die ihr bezwungen habt. Vergebt mir, Herrin, vielleicht ein andermal. Ich bin nämlich glücklich verheiratet. Ah, Octavia, solltet euch schämen, vergesst euch. Na, regt euch nicht auf. Ihr könnt euer Glück zu einem der anderen Gäste versuchen. Nein, mir ist die Laune vergangen. Verdammt nochmal, euer Gnaden, ihr wolltet mich etwas fragen? Erzählt mir von den Reisen aus Embeth. Was wäre interessant, der Jäger reibt sich an der unrasierten Kinn. Der Embeth-Wald ist selbst für die Flusskönigreiche ein seltsamer Ort. Er ist voller Magie. Die dortigen Feenwesen glauben, dass es dort keinen Platz für Menschen gibt. Wir sehen das natürlich anders. Wir kämpfen seit Jahrhunderten gegen sie.
Ich habe in dieser Zeit viel gesehen, aber ich muss sagen, die Monster, mit denen ihr es hier zu tun bekommt, sind selbst für uns etwas Neues. Da wir praktisch Nachbarn sind, schien es uns richtig zu sein, euch unsere Hilfe anzubieten. Zumal, wenn es diesen Kreaturen gelingen sollte, euch alle zu verschlingen, was der Stil verhindern möge, würden sie uns vielleicht als Nachspeise betrachten. Okay, gehen wir. Look ahead! Oh. Applaus, please. Supi. Der Jäger hantiert mit einem kleinen Fernrohr. Von hier ist es nicht viel zu sehen. Ich wünschte, ich könnte mich mit der Jagd anschließen, um selbst ein paar Köpfe zu erbeuten. Okay, wir werden jetzt uns auf die Jagd begeben. Gut, speichern wir mal. Das Problem ist, wir sind nicht ganz fit. Aber das müssen wir jetzt wohl in Kauf nehmen. Onwards! Requires your attention. Die Goblins wurden von riesigen Krallen zerfetzt. Ihre hässlichen kleinen Gesichter sind zu Fratzen des Schreckens erstarrt. March on! Wow, riesige Map. Taxenische Adlige. Denn unsere hier sind unsere Gäste aus Bitters. Schauen wir mal, ob sie mit mir redet. Annamede Bellavara. Aus dem Hügel brennt ein Lagerfeuer. Daneben ist ein Tischtuch auf dem Boden ausgebreitet, auf dem verschiedene Köstlichkeiten arrangiert sind. Annamede zupft die Saiten ihrer Laute, bis sie dich sieht und dir grüßend zuwinkt. Ah, der Gastgeber der Jagd startet unseren Besuch ab. Willkommen an unserem Tisch. Lady Bellavara, ihr erinnert euch vermutlich nicht an mich. Ihr habt uns an der Akademie in Poesie unterrichtet und ich muss sagen, ihr seid einfach fabelhaft. Als Lindsay bemerkt, dass ihr die Worte fehlen, errötet sie und blickt schweigend zu Boden. Annamede antwortet ihr nicht mal. Oje. Ah, ich traue meinen Augen nicht. Wie kann eine so schöne Blume in diesen wilden Landen blühen? Annamede starrt Valerie begierig an. Die Stirn runzeln zurückwärts. Bitte, meine Liebe, setzt euch zu mir. Beehrt uns mit eurer Gesellschaft. Wie läuft die Jagd? Hervorragend. Die Sonne ist warm, der Wein köstlich und die Gesellschaft gut. Ich könnte mir keine bessere Jagd vorstellen. Menschen sterben an einer magischen Krankheit. Monster streifen durch das Land und ihr betrinkt und amüsiert euch hier, als hättet ihr vergessen, dass es der letzte Tag eures Lebens sein könnte. Aber das liegt in der Natur der Menschen, oder? Ihr scheint es euch ja recht gemütlich gemacht zu haben. Habt ihr kein Interesse an der Monsterjagd? Warum sollten wir? Wir sind sehr zufrieden hier. Setzt euch doch. Darf ich euch etwas Wein anbieten? Die Weine aus Pittag sind die besten weit und breit. Nein, wir ruhen sicher. Geht es König ihrer Wette gut?
Seine Hoheit erfreut sich bester Gesundheit. Er lässt herzlich grüßen. Dinge des Staatsgeschäfts hindern ihn leider daran, diesem wunderbaren Ereignis selbst beizuwohnen. Doch er hofft, euch in naher Zukunft persönlich betreffen zu können. Gut, wir gehen. Wir brechen da sicher keine Jagd ab. No stopping now. I'm not afraid. Strike with all your might. It is done. Do not fall to victory. Es ist schwer zu sagen, ob diese Knochen einmal einem Menschen oder einem Tier gehörten. Sie wurden jedoch ohne jeden Zweifel von einem mächtigen Kiefer zermalmt. Stop. Look. Looky, looky. Anything else? Schwerer Streithammer. Magisch. Einhändig. Plus zwei verderben Riesen. Das hat die Erde, glaube ich, den ganz geilen. Ja, plus drei. Ich würde sagen, wir speichern zwischendurch wieder. Follow me. Stopping now. Oh, mächtiges Monster, tödlich ist dein Gift. Oh, mächtiges Monster, stark sind deine Flügel. Oh, mächtiges Monster, scharf sind deine Krallen. Monster, hungrig, lauf! Your life ebbs low. Charge! My search was not in vain. Applause, please. Applaus, Applaus. Der Boden ist übersät mit den abdrückten Klauen besetzter Pfoten. March on! Oh, I don't like surprises. Oh. Der Jäger hebt triumphierend den abgetrennten Kopf der Weibern hoch. Seht ihr das? Boom. Erledigt. Zu springen
springen wie im Imbertball mit diesen Monstern um. Wie er das gehandhabt hat, war ganz großartig, gut gemacht. Danke für die netten Worte. Ja, wir sind leider daran gewöhnt. Unsere Heimat meint es nicht gut mit uns. Wir müssen uns jede Woche um ein hungriges Monster kümmern. Ist das überall so? Gibt es noch irgendeinen Ort auf der Welt, an dem die Leute ohne Furcht leben können? Ich wünsche eine gute Jagd, wir sind vier. Ebenfalls. Applaus, please. It is done. I see something. Anything else? Applause, please. Stab, gleißendes Licht durch die Fokussieren auf eine göttliche Macht, wie ein Sonnenstrahl feuerst du von deiner Handfläche einen gleißenden Lichtstrahl ab. Du brauchst einen erfolgreichen Berührungsangriff im Fernkampf. Dein Ziel zu treffen, wird eine Kreatur von deinem Lichtstrahl erleidet sie 1 der 8 Punkte schrecklichen Schaden für jeweils 2 Strahlstufen. Erleiden, okay, wow. Könnte zum Beispiel für einen Priester interessant sein, oder? Nee. Urzeitliche Riesenfliegenfalle. Hi, what's the hold up? Was ist schon kein Haste mehr? Fuck. Just letting the ink dry. Let's finish them quick. No stopping now. Jetzt habe ich mich beim Trinken verschluckt. Stay behind me. Wow, war jetzt stärker als gedacht. And Lindsay was called forth. Dann sprechen wir wieder. I found something interesting.
follow me. What to dust you will go. Onwards. Eine zerfetzte Lederrüstung und der Knochen des Pilgenschwertes liegen zwischen den Knochen. No stopping now. Neulenbeer. You just and then our leader charged forwards. Hey, it's me. Die Schwestern sehen sich an und verziehen das Gesicht. Schließlich richtet Edna sich auf und spricht: Danke, wir schulden euch unser Leben. Ihr hättet euch fast getötet, weil ja ein gewisser jemand ohne zu zögern mit bloßen Händen eine Herde Drachen angreifen würde, wenn er könnte. Ach, und ich dachte, es läge daran, dass eine von uns mehr Zeit damit verbringt, in der Küche Kekse zu stehen, als sich im Schwertkampf zu üben. Wie stehen die Dinge in Vivon? Alles wie immer, das reinste Chaos. Offenbar haben die Beamten in Breve beschlossen, dass staatliche Gefängnisse eine Vergeudung von Steuergeldern sind, nachdem ihre Verbrecher mittlerweile zu Dutzenden in unser Land fliehen. Und Galt schickt Spionen und Provokateure zu uns, ohne sich wenigstens die Mühe zu machen, ihre Spuren zu verwischen. Dazu kommt wieder einmal ein Konflikt an unsere Grenze zu Pittax. Und tja, alles wie immer. Immen hat unser Onkel endlich den alten Schatzmeister im Duell besiegt. Solange also niemand versucht, den Posten zu beanspruchen, gehört er praktisch ihm. Mivon ist ein Paradies für Baden. Es gibt jeden Tag Duelle und die Sieger wollen natürlich, dass ihre Erfolge besungen werden. Die Baden bereiten also schon vorab Dutzende von Liedern vor und setzen nun noch den richtigen Namen ein. In Mivon werden die Beamtenposten durch Duelle vergeben? Das nennt sich Meritokratie, die Herrschaft der Fähigsten. Jeder kann in seiner Gesellschaft einen hohen Rang erlangen, sofern er diesen Rang in einem gerechten Kampf verteidigen kann. Jeder duellierte sich, von einfachen Lehrlingen bis hin zu hohen Ministern. Deshalb reicht niemand an die mivionische Schwertkunst heran. Galt nicht, Prevo nicht, die Flusskönigreiche nicht. Duelle, fahrlässige Spiele mit dem Tod, bei dem die Spieler ihr Leben im Namen ihrer Eitelkeit und Hybris verwetten. Wirklich dämlich, aber ist nicht unser ganzes Leben so? Eurem Kampf gegen diese Eulenbären nachzuurteilen, könnten die Schwertfürsten aus Mivon es nicht einmal mit einem unserer Köche aufnehmen. Wollt ihr euch von einem Stallburschen ein wenig im Schwertkampf unterweisen lassen? Wären wir nicht eure Gäste, würde ich hier und jetzt genug tun fordern. Edna sieht dich zwar nicht an und presst zwischen ihren Zähnen hervor. Ihr reitet euch, eure Wörter zurückzunehmen, ehe ich euch dazu zwingen muss. Verzeiht, das war ein schlechter Scherz. In Mivon enden solche Scherze meist in Verabredung auf dem Stadtplatz. Und der Witzbold bekommt ein paar neue Knopflöcher in sein Hemd gestochen. Ja, wir kämpfen nicht. Hörst du das, Schwester? Seid vorsichtig. Das heißt, wir sollten erst sicher gehen, dass wir ein Monster auch töten können, ehe wir es angreifen. Das gefährliche Monster, mit dem du zurechtkommst, ist eine Kuh, die schon geschlachtet und gegrillt wurde. Mach dir doch ein neues Wappen mit einer Gabel drauf, anstatt eines Schwertes. Die Schwestern streiten sich weiter und schenken dir keinerlei Beachtung mehr. Nicht Ednas Stolz oder Julias Vollheit werden ihr Untergang sein, eher ihre Unfähigkeit zur Kooperation. Nicht, dass mich das etwas anginge. Ja. Hätte natürlich kämpfen können, aber ich will nicht unbedingt, dass irgendwie die Königreiche, also dass ich Probleme bekomme. Ich will, dass wir mit allen Handlungsbeziehungen gut stehen, solange es geht. Applaus, please. Applaus, speichern wir gleich wieder. Man weiß ja nie, wen man noch brauchen kann. Was? Moment. Da oben wird noch was angezeigt.
Oh, ich hab schon einen Eulenbärenkopf vergessen. Vielleicht ist da auch was. Ja, gehen wir mal alles ab. It is done. We come down. Beginning of the hunt. Hier, Eulenbären. Hui. Okay, dann mache ich jetzt auf jeden Fall Haste. Du magst das. Und du magst. Yes, I'm still here. Anything is possible. Yes, sir. Grotus awaits us. Madridium Turinos. Madridium Turinos. Madridium Turinos. Entschuldigung. Ja, Verzauberung brechen, genau. Hydra ist so stark. Hydra ist groß. Preiset Lamashtu. Ich gehe Hydra essen bringen. Hydra liebt Essen. Lamashtu sehr zufrieden. Die Goblins. Hydra, ich dich nicht gegessen? Vielleicht Hydra groß und Angst machen? Ist ohne Zweifel. Ich hab solche Angst. Ah, Langschenkel. March on. We cannot be defeated. Repent. Let us strike as one. Wieder sind zu diesen Riesenfliegen frei. Strike. Oh, diesmal nicht ein besonders starkes. Am your shield. No stopping now. Okay, da ist eine Hydra, haben wir noch. Everywhere I go, healing oder the pall hangs over everything. Though people say it was better you before can I arrived. You can count on Adventures me. Call to them. Yes. 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 So. Wenn man noch einen Hast. Jupp. Your life is victorious. Die war ja nicht besonders schwer. Yeah.
Und du könntest irgendwann Zorn machen. Wow. Okay, das hat schon schwieriger Fett. Onwards. Jetzt müssen wir fast rasten. Ja, ich will eigentlich nicht, wenn es nicht sein muss. We will prevail. Cannot hide from me. Kothaufen in der Größe eines Turmschildes ist im hohen Gras zu sehen. Na bumm. Das ist ein Riesenhaufen Scheiße. Trademark Jurassic Park. Oh, und do not strike with Satan! So, jetzt müssen wir mal kurz speichern wieder. Wir haben leider nichts zu heilen. The end draws near. Aborane sentes. Aborane sentes. Nowhere to run. I require healing. Leave yourself exposed. And will be. Definitely will be. Ob wir das bis zum Schluss durchhalten hier, ohne Rasten, werden sehen. Jemand hat aus dem Lehm diesen unbeholfenen kleinen Statuen geformt, die etwas mit etwas von TC wie Eulenbären aussehen. Ja, ich bin mir sicher, wie das dann mit den Feen zu tun. Follow me. Consider me. Face me in your death. Help.
Any last wishes? Whew. Boah, wir haben es geschafft noch. It is done. Oh, hier schon wieder. Wir werden es probieren, auch wenn wir so angeschlagen sind. I'm not afraid. Sehr gut. No stopping now. So, wir haben alles. Das Richtigste. Dann können wir auch mit den... Naja, die... Laden uns vielleicht noch. Gehen wir lieber zurück, weil ich glaube, die Pitaxianer sind hinterlistige. Die im Schlaf rauben sie uns aus oder so. Trau denen nicht. Der Jäger hantiert mit einem kleinen... Okay. Wie läuft die Jagd? Von hier ist nicht viel zu sehen, aber meine Männer vergeuden keine Zeit. Ja, wir sind vorbei. Wie ihr wünscht, der Jäger öffnet das Fenster und stoßt ins Horn. Die Jagd ist vorbei. Lass uns sehen, wie sie geendet hat. Wie ist es unseren Gästen aus Mivon ergangen? Unsere ehrenwerten Gäste aus Mivon haben gegen eines der Monster gekämpft und nur knapp überlebt. Glücklicherweise konnte eine Tragödie durch die rechtzeitige Ankunft seiner Gnaden verhindert werden. Wir wünschen Ihnen mehr Glück beim nächsten Mal. Ist es unseren Gästen aus Pitax ergangen? Unsere Gäste aus Pitax haben ein Eichhörnchen erlegt und hoffentlich haben sie sich wenigstens amüsiert. Wie ist es den Reisenden aus Embe vergangen? Wir haben eines der Monster besiegt, doch seine Gnaden, der edle Herrscher über dieses Jagdgebiet, hat eine wahre Heldentat verbracht und mehr Trophäen erbeutet als wir. Das verdient tiefste und aufrichtigste Anerkennung. Der Jäger verneigt sich tief vor dir. Er hat gewonnen, ihr euer Gnaden. Super! Der Jäger überreicht dir feierlich die Truhe. 2500 Goldmünzen, exquisierte Perle. Gehen! D
Die Jagd ist offiziell beendet. Ich danke euch allen für die Teilnahme. Na bitte. Ah, was geschieht mit mir? Wilder Eulenbär. Einfach grauenhaft. Ich sorge dafür, dass die Familie dieses armen Mannes eine Pension erhält. Moment, könnte es sein, dass all diese Monster auf diese Weise erschienen sind? Wenn die Öffentlichkeit davon erfährt, kommt es zu einer Massenpanik. Ich würde empfehlen, diesen Vorfall vorerst geheim zu halten. Ich führe eine unauffällige Ermittlung durch und berichte euch in einem Monat über meine Erkenntnisse. Die Leute haben das Recht zu wissen, was sie bedroht. Verbreite Bekunde von diesen schnell... Okay. Ja, der Öffentlichkeit davon zu berichten, würde mehr Schaden als Nutzen verursachen. Versuchen wir, das Problem auf diskrete Weise zu lösen, um weiteren Ärger zu vermeiden. Ich erteile die nötigen Befehle, sobald wir in der Hauptstadt zurückgekehrt sind. Krass. Da würde ich sagen, es ist schon eine gute Zeit. Wir speichern hier mal und beenden diese Episode. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir werden wahrscheinlich wieder in unser Königreich reisen und schauen, was weiter passiert. Bis dahin, ich wünsche euch was. Euer Knubson. Bye bye.